Dakar 2017, wenn schon, wer sonst? 30 Jahre nach dem ersten Dakar-Sieg, im Jahr 1987, hat Pirmchot mit einem Dreifachsieg in Südamerika erneut seinen Nachruf demonstriert. Die Franzosen, Peter Hansel und Cotret, das erfolgreichste Team in der Geschichte der Veranstaltung, zeigten eine eindrucksvolle Leistung auf der diesjährigen Route in extremer Höhenlage, bei anspruchsvoller Navigation und wechselhaften Wetterbedingungen. Die Pinchot 3008 DKR von Stefan Peter Hansel mit Jean-Paul Cotret, Sebastian Loeb mit Daniel Illner und Cyril Desprez mit David Kestere beendeten die 9000 Kilometer lange Rallye Dakar durch Paraguay, Bolivien und Argentinien auf den Plätzen 1, 2 und 3. Die Motorradwertung gewann der Brite Sam Sunderland auf KTM 450 Rallye Replika. Eberhard Nikolaev im russischen Kamaz gewann die LKW-Wertung. Bei den Quads hatte mit Sergej Karunakin auf Yamaha 700 Raptor ein weiterer Russe die Nase vorn. Die Besonderheiten des Dakar 2017. Rallye-Champion Loeb und Daniel Illner zeigten bei ihrer erst zweiten Rallye Dakar eine eindrucksvolle Entwicklung. Sie waren das schnellste Team der Rallye und kombinierten die Fähigkeit, sich das Tempo einzuteilen, mit starken navigatorischen Leistungen. Hätten sie am vierten Tag nicht 26 Minuten wegen Motorproblemen verloren, wäre sogar Sieg möglich gewesen. Von 2 auf 4 Rädern, nach dem siebten Platz im Jahr 2016 konnten Cyril Desprez und David Kestere zum ersten Mal ein Podiumsergebnis in der Autowertung feiern, nachdem sie in der Vergangenheit jeweils 5 und 3 Siege auf 2 Rädern erzielt hatten. Auf Anhieb zum Erfolg. Der Peugeot 3008 DKR löste bei der Rallye Dakar 2017 den Vorjahressieger Peugeot 2008 DKR ab und feierte beim Dakar-Debüt gleich einen Sieg bei der härtesten Marathon-Rallye der Welt. Heckantrieb gewinnt. Der zweiradangetriebene 3008 DKR mit Heckantrieb schlug die Allradkonkurrenz und zeigte, dass die mutige Technikwahl richtig war. Elektroauto schafft Zielankunft. Zum ersten Mal hat es ein Elektroauto ans Ziel geschafft. Der EcoPowered von Axiona ist 340 PS stark und hat 6 superschnell ladende Lithium-Batterien sowie Sonnenpaneele mit 100 Watt Leistung auf dem Dach. Das spanische Team kam auf Rang 57. Das Siegerauto Peugeot 3008 DKR ist ein komplett neues Auto und ist der Nachfolger des 2008 DKR mit dem Stefan Peter Hansel im Januar 2016 seinen 12. Sieg bei der Dakar eingefahren hatte.